Community, weiß, wir als Co-Creator, aber generell alle Leute vom Management oder Inner Circle oder viele Leute in der Community, die werden einfach die nächsten Jahre voll hinter Social Swap stehen. Und nicht nur kurzfristig, ganz egal, was jetzt Bitcoin, Ethereum und so weiter macht. Aber das Ganze zu sagen, ist eine Sache. Das Ganze zu bestätigen, ist eine ganz andere Sache. Ihr werdet es die Tage auf der Webseite auch live sehen. Aber für diejenigen, die hier heute im Update-Call live mit dabei sind oder das als Replay auf unserem YouTube-Kanal sehen, hier haben wir ein paar beeindruckende Zahlen, Freunde, wie groß das Commitment erstens mal im Volumen ist. Und da sind wir mittlerweile schon bei über der Hälfte der zirkulierenden Coins, die langfristig im Projekt gestaked sind. Aber viel spannender auch, ihr wisst ja, man kann maximal 104 Wochen staken. Wir sind hier ja von der Hälfte weit entfernt, deutlich über der Hälfte, drei Viertel circa der maximalen Locking Period wurde von den Leuten umgesetzt. Also schaut euch mal diese phänomenalen Zahlen an. Der Locked Solo Pool Durchschnittsstake 79 Wochen lang, Freunde. Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Oder gehen wir weiter zum Tron SSD Pool. Ein wahnsinnig beliebter Pool, der beliebte Repairing Pool von beiden, 81 Wochen Locking Period im Durchschnitt. Denkt mal drüber nach. Das ist wirklich unglaublich, wie langfristig die Community orientiert ist. SSD All-Time-Low-Preis hin oder her. Ja, Bärenmarkt hin oder her. Freunde, das zeigt einfach, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn sich gerade jeder Marketing-Schuss anfühlt, als würde er nur ins Leere gehen und viele Sachen einfach in Krypto halt einfach nicht funktionieren. Unser Service funktioniert, unser Produkt funktioniert, das Staking funktioniert und unsere Community ist einfach außergewöhnlich. Hier ein weiterer Schwarz-auf-Weiß-Beweis, was das für eine außergewöhnliche Community ist, weil ja, das hat einfach zeigt, dass Leute bereit sind, lang, 81 Wochen, gab es uns überhaupt schon vor 81 Wochen, Dennis? Denk mir mal so. Also Absolut. ja. Ungefähr, ja, ungefähr 81 Wochen gibt es uns 89 Update-Calls, haben wir. Ein ganz guter Vergleich. Die ersten Calls waren aber Pre-Launch-Calls. Insofern unglaublich, liebe Community, wirklich Hut ab. Das zeigt, dass ja, ihr wirklich auch an unsere Vision glaubt, auch an das glaubt, was wir hier tun und dass ihr auch langfristig mit uns ein Commitment eingehen wollt. Dennis, vielleicht auch noch ein paar Worte von deiner Seite aus zu diesen beeindruckenden Zahlen. Ja, absolut. Also ich kann es nur unterstreichen. Es ist wirklich eine extrem hohe Locking Period, aber absolut verständlich, weil guckt euch die APR mal an. Es ist ganz interessant zu sehen, zum Beispiel im TRX SST Pool, da haben wir ja die höchste Locking Period von mit 81 Wochen. Und es lässt sich auch ganz gut runterrechnen. Ja? Wenn ihr die maximale Locking Dauer habt, habt ihr ungefähr ja, 102% APR. Wenn ihr nur 10 Wochen lockt, habt ihr nur 10% APY aktuell. Also schon ein riesiger Unterschied, was die Ausschüttung angeht. Und das ist einfach, glaube ich, auch der Grund, warum Leute hier diese langen Locking Period wählen. Zum einen, sie glauben ans Projekt. Zum zweiten, man hat hier eine passive Einnahme von vielen, vielen Wochen. Und denk dran, ja, wenn du einen Partner hier reinbringst, der 81 Wochen seine Coins lockt und immer wieder hier ein Claim von seinen Rewards macht, fließen 10% an den Affiliate. Und das ist auch mega nice, dass wir jetzt hier einfach so eine lange Locking Period haben, weil man einfach ein sicheres Einkommen hat durch die Affiliate-Provision.